Hallo Leute, hier ist Schutzmann. Ja, Bronze Ranked. Einige Leute von euch haben ja meine Empfehlungsvideos gesehen. Darüber freue ich mich natürlich sehr. Was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, ist die Renown 44. Boah, ey, das ist so, das Ding ist wirklich fui. Aber gut. Ich habe mich am Anfang ein bisschen schwer getan den ersten Tag, weil ich ein bisschen viel durchprobiert habe. Ich habe ein paar Kreuzer benutzt und Schlachtschiffe, DDs und so. Das war sehr mühselig, aber ich bin zurzeit einfach auf der Renown hängen geblieben. Das Ding ist einfach ja sehr stark. Ne? Ihr seid schnell, ihr habt Motorboost, ihr habt Hydro, ihr habt einen guten Heal, ihr habt Torpedos, ihr habt die 381er von den Briten, die sehr genau sind. Und ich spiele das Ding hier auf Full Sec. 8,5 Kilometer sekundäre Reichweite. Das ist also, wenn hier ein DD aufgeht. Ich muss mal gucken, was haben wir drin. Das Sims ist hier im Gegnerteam. Ja, das ist. Weiß ja nicht, wie ich das nennen soll. Das ist einfach frech, dieses Schiff. Ne? Also für alle Leute, die es habt, oder allgemein, das Ding funktioniert auch sehr gut im Random. Das ist kein Open Water Ship. Die Seite, also wenn ihr jetzt die Map hier seht, dann fahrt ihr schon richtig auf die richtige Seite mit diesem Schiff. Ihr könnt gut cappen, ihr könnt gut pushen. Ihr könnt gut kiten mit diesem Schlachtschiff oder Hashtag Schlachtkreuzer. Wenn tatsächlich doch mal sich ein DD oder ein Kreuzer an euch rantraut, dann deckt ihr einfach den Gegner mit eurer Secondary ein. Das ist wirklich schön. Ne? Ich schaue mich noch mal ein bisschen um. Ja, Nagato Beißer 70, Gneisenau. Das ist. So der Klassiker erstmal. Viele gehen natürlich zum R-Cap, wo du denkst, oh, okay, für ein R-Cap, ich bin auch schon R-Cap gefahren mit dem Schiff, das kann funktionieren, aber am besten funktioniert das Schiff auf dieser Map, auf der BC-Seite, weil die meisten DDs oder so fahren dann wieder zu A oder zu C, je nachdem. Wenn der DD zu C fährt, wenn der DD zu C fährt, also der Gegner DD, fahren die meisten dann gleich hier so nach außen. Deshalb kannst du dann gerade runterfahren, du kannst deine Hydro anschmeißen. Die meisten DDs auf der Tierstufe haben maximal 10 Kilometer Torpedos. Das heißt, wenn sie zu weit weg sind, dann treffen die Torpedos nicht so gut. Also deshalb fahren die meisten auch sehr schön dicht dran und sind in meiner Secondary-Reichweite. Irgendwas passiert immer. Also die Panzerung von dem Ding kann funktionieren. Okay, das war jetzt ein schlechtes Beispiel auf die Nagato. Die Panzerung auf dem Ding kann gut funktionieren. Also wenn ihr euch ein bisschen anwinkelt, schluckt die Panzerung auch mal ein bisschen was. Aber wenn ihr Breitseiten kriegt, dann habt ihr wirklich große Probleme. Oh, guck mal hier. Leutnant Ghost in seiner Art Nachi ist auch ein schönes Schiff. Torpedos. Der hat sich sicherlich erschrocken, dass er jetzt von der Seite reinkriegt. Ich mach mal zu sich. Oh nein, der Arme. Omono muss man auch aufpassen. Die Torpedos sind sehr nervig oder können sehr nervig sein. Aber ihr werdet gleich mal ein schönes Beispiel dafür haben, was passiert, wenn ihr an der Full Sec Renown zu dicht dran seid. Ja, geht schon los. Ihr habt nur 19 mm Pen mit dem Ding. Das ist jetzt nicht die Welt, gebe ich zu. Aber durch die Masse kriegt ihr schnell mal einen Brand hin oder mehrere Brände. Abmachi hat sich eine sehr ungünstige Position gefunden. Oh, die Gegner. Gneisenau hat die Sinop rausgenommen. Oh, ich habe leider nur einen Treffer. Zwei Treffer. Oh. Ihr seht ja, also diese klassischen 381er von den Briten auf AP sind sehr gut. Da ist die Annapolis. Oh, er schießt nochmal auf mich hier. Colin Wood habe ich sehr oft gesehen. Also, die 410er, glaube ich, 406er, 410er, ich weiß nicht genau, was die Colin Wood hat. Die kann auch sehr gut funktionieren. Na, also,
Ja, Motorboost rein. Hydro läuft noch. Einfach nach vorne pushen. DD ist drüben im Cap, man sieht es an der Minimap. Keine Ahnung, was Spicer hier für ein Aufschlag, vielleicht hat er einen Disconnect gehabt. Unser DD war ein bisschen, ja, ich sag mal, er hatte eine interessante Herangehensweise. So, jetzt lasse ich mich einfach zugehen, der ist auf 12 Kilometer weg. Ich bremse ab, damit er jetzt hier nicht großartig cappen kann. Dass er mich nicht resetten kann, sorry. So, und jetzt bin ich zu. So, jetzt fahre ich schon mal in die nächste Position. Ich weiß auch nicht, warum unser Jervis jetzt unbedingt zu uns hin wollte. Er hätte ja einfach rüberfahren können zu A, aber ne, wollte er nicht. Skip hatte Lust bei mir zu sein. Omono merkt, dass das hier irgendwie nicht so funktioniert wie er. Oh ja, jetzt dreht er um. Also ist schön, dass Skip wenigstens mal hier war. Und mal geschaut, ob alles gut läuft. Ja, Weimar ist natürlich in so einer schönen Farmposition. Die Colorado muss tanken, damit die Weimar weiterschießen kann. Ich guck mal hier. 10 Kilometer Torpedos auf dem Ding, auf der Tierstufe im Schlachtschiff ist sehr schön. Ja, jetzt habe ich gecapped. Auf geht's in Indianapolis. Da kommt schon der DD. Ich müsste das doch eigentlich gleich sehen. Ja, die Sims kommt hier. Meine Jervis nebelt. Also, ich bin zu. Ich will auch noch gar nicht so großartig rumballern. Ich nutze denn lieber die Gelegenheit, dass ich nicht aufgegangen bin und push auf den Nebel der Jervis zu, damit ich an die Sims rankomme. Die Sims hat nämlich einen schlechten Tarnwert. Es sieht so aus, als ob die Jervis geradert ist von der Indianapolis. Jo. Dann denke ich mir, gut, dann schieße ich auf die Apache. Die Jervis hat es hinter sich. Ich hab. Oh, jetzt ist die Sims in großem Problem. Ich brenne. Toll. Oh, jetzt schießt meine Secondary schön los auf beide Seiten. Ich muss aufpassen auf die Collingwood. Die Schütze tun recht weh. Man muss unter dem mittleren Turm schießen. Oh, die, ja gut, die 203er von der Indianapolis können aber auch viel tun. Und jetzt gehen meine Secondary. Oh, ich muss Gas geben, Gas, Gas. Zum Glück sind die Sims-Torpedos so langsam. Ich fange mir hier richtig was ein, aber es ist mir egal. Ich bin ein Schlachtschiff. Ich kann das wegtanken. Ich muss nicht gleich Fieber kriegen. Natürlich trifft mich einer. Brand und Motorschaden. Meine Hydro läuft. Ich will mich nochmal zugehen lassen. Und Monomo schießt gleich auf mich, aber ich bin gleich zu. Ihr seht, ich kann auch schön viel reparieren. Ja, jetzt das Ding ist, die Omono hat halt, die Omono sag ich schon, die Collingwood hat halt super wenig Panzerung nach vorne und das Cunningham triggert. Die Collingwood hat super wenig Panzerung vorne hin, also könnt ihr da auch richtig schön reinschießen. Ne? Also das ist halt sehr schwer. Oh, die Annapolis hat Hydro laufen, aber ist mir jetzt auch egal. Ran, rauf, rüber, so der Klassiker. Omono mag mich nicht, der will mich unbedingt weghaben. Ich push die Omono jetzt, aber die Omono ist auch schon schnell. Die ist natürlich schneller als ich. Oh, ein Durchschlag, schönen Dank auch. Secondary ab auf die Indianapolis. Will ich darauf schießen, macht meine Secondary. Indianapolis hat noch die Flint rausgenommen. Ja, und aber Omono hat natürlich auch sehr dünne Panzerung und dann wird ihr gleich mal sehen. Wie gesagt, die Secondary hat nur 19 mm Pen, funktioniert aber ganz gut eigentlich. Meine Hydro ist leider aus und ich will noch mal ein bisschen rumtesten mit der Renowned. Ich habe schöne Gefechte damit, wirklich schöne Gefechte. Ich bin auf Kampf, weil ich viel ausprobiert habe mit auf Stufe auf Platz 6 gekommen. Und dann habe ich gesagt, komm, ich fahre jetzt ein bisschen Renowned, macht Spaß, ich brauche eh Free XP. Also habe ich Cunningham genutzt und ihr seht ja, ich bremse ab, der hat gar keine Chance.
Ich wurde auch schon angeschrieben im Ranked und man hat mir alles Schöne der Welt gewünscht und Du wie hoch wird Gesundheit er hängen? und Wohlergehen meiner Familie. Naja, die Renown ist einfach wirklich ein starkes Schiff. Das war jetzt einfach nur mal so eine klassische Push-Runde. Ich habe noch ein, zwei Replays von der Renown. Dann wollen wir mal sehen. Auch im Rank 8 weiß ich auch noch nicht, was ich so vor. So, 2000 Base XP. Ja, nice. Läuft ganz gut. 418 plus gemacht. Schönes Schiff. Also, ich kann euch die Renown empfehlen. Okay, Leute, macht's gut und ich wünsche euch natürlich viel Glück bei euer Rank Season. Ciao!